Hallo Leute, hier ist Garten mit Rendite. Hier geht mal richtig die Hummel ab. Hier tanzt der Schmetterling von Blüte zu Blüte. Und es gibt Freipollen für alle. Und jetzt kommt der Film. Viel Spaß. Das Laub fällt schon von den Bäumen. Wir sind jetzt mitten im Herbst angekommen. Der Herbst ist einer der besten Zeitpunkte mit, um neue Obstbäume anzupflanzen. Und wie man da vorgehen und was man da beachten muss, das zeige ich euch jetzt. Da bleibt doch mal dran. So, an Werkzeug, da brauchen wir Spaten. Dann noch eine Gabel, also eine Grabgabel zum Boden lockern. Und für sehr harte Böden eine Spitzhacke. Aber der Boden, das ist ja hier viel lockerer als gedacht. Da werden wir die Spitzhacke gar nicht brauchen. Ich denke mal, der Spaten genügt und dann in den tieferen Schichten, da werde ich dann mit der Gabel das alles noch ein bisschen auflockern. Den Baumstumpf, den ihr da im Hintergrund seht, bis dahinter kann ich die Obstbäume pflanzen. Also da habe ich noch jede Menge zu tun. Und ich freue mich immer richtig, da kann ich wieder neue Sorten ausprobieren. Da gibt es ja auf dem Markt wirklich unzählige Obstsorten und da kann man wirklich viele Sachen ausprobieren. Die Erde hier, die ist ziemlich locker. Für gewöhnlich haben wir einen harten Boden, also so einen tonigen, harten Boden. Aber der ist hier ganz gut eigentlich. Ja, im unteren Bereich des Lochs, das ist doch schon ein bisschen härter, der Boden. Da lockere ich das Ganze mal auf mit der Grabegabel hier. Das machen wir richtig schön locker. Und da kommen dann die Wurzeln viel besser in den Boden rein und es gibt auch keine Staunässe. Ja, und wenn ihr das alles schön gelockert habt, da könnt ihr dann noch ein bisschen Kompost mit ins Loch reintun und das tut er dann auch richtig vermischen mit der gelockerten Erde. Und dann haben wir das Loch schon richtig gut vorbereitet. Das Bäumchen, was er dann da einsetzt, das könnt ihr vorher in so ein Wasserbad stellen. Da kann sich der Wurzelball nochmal richtig vollsaugen mit Wasser. Dann ist er auch erstmal gut versorgt, wenn er das dann pflanzt. Gerade jetzt muss die Sonne rauskommen, dass das Stativ hier einen Schatten wirft. Naja, man sieht ja alles trotzdem, ne? Wir nehmen das Bäumchen jetzt mal raus und das könnt ihr schon sehen, dass die Wurzeln, die wachsen so im Kreis herum. Und wenn die dann später älter wären und dicker wären, da würde das ein richtiger Wurzelknäuel, da wird sich alles selber drücken, deswegen rauen wir das mal auf. Da sind wir auch nicht zimperlich, da machen wir ruhig mal 3-4 cm, ritzen wir das mal kräftig auf ringsrum, sodass die Wurzeln dann praktisch die Chance haben, nach außen zu wachsen. Und auch durch die kleinen Verletzungen, da bildet sich dann neues Wurzelgewebe und da wird der Baum viel besser anwachsen, als wenn er den so da reinmacht. Den Baum, den setzt er genauso tief wie auch im Topf war. Was er auf keinen Fall machen dürft, das ist diese Fropfstelle. Die dürft er nicht unter die Erde machen. Hier die Fropfstelle, die ist ziemlich weit oben. Es gibt aber auch Bäume, da ist die ganz, ganz knapp über der Erde. Da müsst ihr gucken, dass die auf jeden Fall rausguckt. Weil der Baum, der kann sonst ganz andere Wuchseigenschaften kriegen, weil das Oberteil dann selber Wurzeln bildet. Und der kann viel stärker wachsen, weil die Unterlage, die regelt ja das Wachstum. Ja, dann verfüllen wir das hier alles. Wenn ihr jetzt noch Kompost habt, da könnt ihr den auch gerne verwenden. Den tut er damit untermischen. Ich habe leider keinen Kompost mehr. Ich müsste erst was sieben. Der ist ein bisschen schlecht umgesetzt noch. Der ist erst nächstes Jahr reif. Wenn ihr das dann so verfüllt habt, da könnt ihr das auch mal leicht antreten, aber nicht so stark, ne? Also nicht, dass das gleich wieder alles verdichtet ist, nur ganz locker. Man soll ja den Baum am Anfang nicht ganz so sehr düngen oder mit Nährstoffen versorgen. Die Theorie ist ja dahingehend so, dass wenn der Baum wenig Nährstoffe hat, dass er dann stärker Wurzeln ausbildet und praktisch auf die Suche nach den Nährstoffen geht, ne? Dass er ein größeres Wurzelsystem ausbildet. Ob das stimmt oder nur Theorie ist, das kann man schlecht rausfinden, ne? Ich habe ja hinter dem Bäumchen einen Pfahl schräg eingeschlagen. Ich finde das besser, als das am Wurzelballen zu befestigen, so den Pfahl. Da bindet man das Ganze fest, da müssen wir natürlich gucken, dass wir es nicht zu fest machen und dass die Schnur dann nicht einwächst mit der Zeit. Dann gießen wir das Ganze noch an. Da können wir ruhig mal 10, 15 Liter dran kippen. Aber nicht mit dieser Brause. Nein, die nehmen wir mal ab. Wir machen das richtig mit einem richtigen kräftigen Strahl.
sodass man die Erde richtig um die Wurzel umspülen. Das nennt man halt das Einschlemmen, dass die Erde richtig fest das Wurzelsystem umschließt und dass sich nirgendwo Hohlräume bilden. Damit das Gießen später mal einfacher ist, dass das Wasser nicht so wegläuft, da könnt ihr euch noch so einen Ring ausbilden. Also da tut er einfach aus dem restlichen Aushub, der noch übrig ist, da macht er einfach so einen kleinen Wall ringsrum. Und da könnt ihr später viel besser gießen, da läuft euch das Wasser nicht so ins ganze Beet hinein. Das hier, das war ja die Zwetschge Haroma. Das Bäumchen kommt 30 Euro. Also ich bin mal guter Dinge, dass das anwächst. Das werden wir ja nächstes Jahr sehen. Damit ich jetzt hier noch die Novemberbirne und die Konferenzbirne pflanzen kann, da muss ich hier mal die Feige nach links ziehen, aber da muss ich erstmal die ganzen Steine hier wegräumen. Das mache ich jetzt mal ein bisschen schneller, weil ich habe nämlich zweite Schicht, ich muss dann noch zur Arbeit. Ja, ich mache das hier vormittags, da muss ich mich ein bisschen sputen, damit ich hier auch fertig werde. Die Feige, die verlinke ich euch mal oben, die hatte ich euch ja letztens vorgestellt. Die wird jetzt nochmal in die Garage zum Überwintern gehen. Und nächstes Jahr pflanze ich die dahin, wo sie jetzt steht. Wir wohnen ja hier an einem Hang oder an einem Berg, kann man sagen. Da sind ja die Grundstücke so abgetreppt. Deswegen ist ja hier so eine gigantische Wand. Die sieht ja nicht gerade schön aus, ne? Deswegen pflanzen wir jetzt die Bäumchen davor. Und ich denke mal, da wird das schon werden. Da werde ich dann noch meinen schönen Storchschnabel, den werde ich da unten noch hinpflanzen. Und noch andere Gewächse. Das habe ich euch ja in anderen Videos gezeigt, die verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Da habe ich ja schon die Kaiserkrone gesteckt und die Pfingstrosen haben wir gesteckt bzw. gepflanzt. Könnt ihr euch alles mal dann angucken. Den Baum, den ich jetzt pflanze, das ist ja die Novemberbirne. Die soll ja riesige Früchte haben. Die sollen dann Anfang Oktober, Mitte Oktober reif werden. Also vielleicht haben wir ja in genau einem Jahr jetzt Früchte. Das wäre ja mal richtig klasse. Jetzt habe ich hier für den Baum hier gar keinen Pflanzfall mehr. Ja, ich tue dann meistens ein bisschen improvisieren. Vorhin hatte ich auch einen alten Besenstiel. Ich muss mal, ja, entweder kaufe ich welche oder wie gesagt improvisieren. Die Dinger sind recht teuer, die kosten um die 5 Euro. Ja, der Baum ist schon so teuer, da bin ich noch ein bisschen knausrig damit. Und wenn ihr sehen wollt, ob das dann auch alles anwächst, da könnt ihr auch mal den Abo-Knopf drücken. Das kostet doch nichts. Und da könnt ihr dann nächstes Jahr mal zugucken, wie ich hier ernte. Und die Früchte genieße. Die Konferenzbirne, die pflanzen wir jetzt hier auch noch. Das ist ja auch eine gute Lagebirne, die soll auch höhentauglich sein. Ich betone das ja immer wieder, dass wir hier auf 720 Höhenmetern sind, ne? Da hatte ich ja am Anfang Sorge, dass hier überhaupt keine Birnen wachsen, aber ich habe ja dieses Jahr richtig gut Birnen geerntet da vorne. Das war ein richtig gutes Birnenjahr. Ich denke mal, hier hinten an der warmen Wand, da wird es auch gelingen. Die Novemberbirne und die Konferenzbirne, die sind ja schon hart im Nehmen. Also das sind gute Birnen auch für die Höhenlage. Ja, und wenn euch interessiert, wie das hier alles so weitergeht, was ich hier noch so anpflanze, wie sich die Bäume entwickeln, dann lasst doch gerne ein Abo da. Da seid ihr immer auf dem Laufenden, da könnt ihr nichts verpassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bleibt alle gesund, Leute. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.